Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Kaffeeklatsch am Sonntag. Ich habe ja gestern schon in Max Grüßt Folge 11 gesagt, dass ich Fanpost bekommen habe und mich dafür heute mal bedanken möchte. An dieser Stelle schon mal ein Danke. Und jetzt zeige ich euch einmal den Karton. Ja, er ist offen. Ich war ein bisschen arg neugierig. Schaue jetzt mit euch gemeinsam nochmal rein. Das ist Bio Bergkräuter Johanniskraut Tee mit Olymp 1100 Milligramm Griechenland. Nice. Dann, das ist so ein Gesundheitsbuch. Ich habe das schon ein bisschen durchgelesen. Und da habe ich auch rausgefunden. Moment, jetzt muss ich kurz die Seite suchen. Jetzt finde ich es nicht mehr, aber da steht auch drin, wieso die Äpfel und manche Nüsse da oben jucken. Also so oberhalb. Na? Das liegt an die verschiedenen Pollen, stand da drinne. Und das kann auch dazu führen, dass auch manche Sachen eben jucken. Ein paar Kulis, Satex-Brausestäbchen. Den Brief lese ich euch gleich vor. Aspirin-Tabletten, Aspirin zum Auflösen im Glas, 8 Kautabletten für ein sauberes und frisches Mundgefühl unterwegs. Wow! Pflaster, falls man mal eine Wehwehle hat oder eine Wunde. Notizblöcke, also ein Notizblock. Oh mein Gott! Eine Tapferkeitsmedaille. Die werde ich mir immer hinmachen nach dem Blutabnehmen, weil ich habe wahnsinnig Angst vor Spritzen. Vor die Nadeln meine. Dem habe ich einen Namen gegeben, das ist der kleine Max und ich bin der große Max. Und jetzt lese ich euch nur zum Abschluss den Brief vor. Ist übrigens von der Schwester Gisela das Ganze. Darum danke an die Schwester Gisela. Und ihr habt mich gestern vertan. Hab nur mit dem Dr. Stuhl privat geschrieben. Und da hat man eben festgestellt, dass das bloß von der Schwester Gisela ist. Na, drum ein Danke und jetzt kommt der Brief. Lieber Herr Riegel, da Sie die letzten Tage verschollen waren, machten sich einige Ihrer Fans Sorgen. Das Alpaka dachte, Sie seien vielleicht nach Panama abgehauen. Klammer auf, weil es dort so schön ist, Klammer zu. Fiona Kropp sagte, Sie seien im Gefängnis. War ja klar. Aber ich glaube der kein Wort. Den Pomfritz berichtete mir, dass er von Herzog Werner die Vermutung gehört habe, sie hätten möglicherweise eine Sommerdepression. Aus diesem Grund haben Herr Dr. Stuhl und ich aus unserem geheimen Naturheilschrank einen edlen Johannisberg-Grautee. Also das hier, ein Johannisgrautee, ja. Kriege es halt nur zusammen, geholt, den ich Ihnen hier sende. Er wirkt stimmungsaufhellend, fällt aber nicht unter das BTM und ist sehr bekömmlich.
Auch ein paar andere Kleinigkeiten aus der Praxis habe ich Ihnen noch beigelegt. Wir hoffen alle, dass Sie sich bald wieder mit neuen Videos melden und grüßen Sie recht herzlich, Ihre Schwester Gisela. Sobald ich zurück in der Firma Brau bin, werde ich den mal probieren. Weil hier bei meiner Oma kann ich den schlecht probieren. Die macht da Gezedre. Aber in der Firma Brau wäre es ausprobieren. Ja. Dann machen wir nur Planung. Ich räume das jetzt. Räume ich nachher ein. Machen wir Planung. Machen wir Planung. Morgen. Habe ich ja, also die Mehrheit war ja für ja. Und so ist es dann schließlich auch geblieben in Twitter, weil ich habe ja die Umfrage gemacht, ob man wieder News Time sehen möchte, also die Nachrichten. Und 67% waren für ja und 33% für nein. Und es ist bei 67% ja geblieben, also gibt es morgen die ersten Nachrichten nach langem. Und zwischendurch gibt es dann immer wieder mal Nachrichten. Ich mache das nicht mehr so oft, weil sonst geht es auf die Dauer, auf die Nerven und es kommt nicht mehr gut an. Am Dienstag habe ich wieder mal Maxi reagiert vor. Am Mittwoch muss ich ja mal gucken, entweder wieder Nachrichten oder meine Meinung zu, weil das mit Corona, da habe ich jetzt wieder eine Meinung. Am Donnerstag, da machen wir eventuell nochmal Nachrichten, wenn mir nichts anderes einfällt, oder einen Test auf testedich.de. Am Freitag Riegelfreitag, Samstag Max grüßt Folge 12 und dann hocken wir schon wieder beim Kaffeeklatsch am Sonntag. Ansonsten war jetzt das mit dem Kaffeeklatsch am Sonntag. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mich wie immer abonnieren. Beim Abonnieren gibt es eine Glocke, wenn ihr da drauf klickt, verpasst die neuesten Videos nicht. Social Media Sachen stehen im Bild und in der Videobeschreibung. Wo mir Post hinschicken kann, steht auch in der Videobeschreibung. Und ihr könnt mir den ein oder anderen Kommentar da lassen. Ansonsten habe die Ehre, wir sehen uns morgen zu News Time, zu den Nachrichten.